hoffe, ihr habt einen schönen Sommer gehabt. Also, er ist ja noch nicht ganz fertig. Aber das Schöne ist, der Sommer, er geht noch weiter. Und wir sind wieder da. Für euch. Das ist der Surprise-Tag. Nach der Sommerpause. Und das nächste Heft, das kommt, ist Nummer 481. Und über einen Text, der dort drin vorkommt, reden wir jetzt. Ja, in diesen Klischees eigentlich auch, oder? Wo man selber hat von Rollenbildern. Und die sind halt einfach extrem stark verhaftet in unseren Köpfen. Ja, also vielfach vermischen sich ja dann die Argumente auch oder so. Es ist hässlich, es passt nicht in den Text, man darf Sprache nicht verändern, was ja lustig ist, weil Sprache sich ja ständig verändert, nur schon von allein. Aber also ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn es einem nicht jedes Mal klingt. Ich finde auch nicht, man muss absolut immer überall da die gendergerechte Form in jedem persönlichen, privaten Gespräch verwenden, um Gottes Willen. Ihr habt es gehört, wir gendern mal ein bisschen drauf los im Surprise-Tag. Das hier ist der Tobi Urech, den ihr gehört habt. Er schreibt unter anderem für die Milchjugend, ist als Aktivist dort mit dabei. Was das genau ist, das klären wir gerade am Anfang vom Surprise-Tag. Und er hat einen Text geschrieben für das Surprise-Strassen-Magazin, wo es um gendergerechte Sprache geht. Es gibt verschiedene Formen, dass man eben immer die männliche und die weibliche Form braucht. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Das Surprise-Strassen-Magazin hat sich neu dazu entschieden, den sogenannten Gender-Stern einzusetzen. Das heisst, wenn man zum Beispiel Leserinnen oder Leser liest, dann steht das neu als Leser, Sternli, innen. Ja, so kommt das daher. Habt ihr vielleicht auch schon in anderen Publikationen so gesehen? Oder eben, es gibt auch andere Herangehensweisen, dass wirklich alle, die etwas lesen, auch gemeint und angesprochen sind. Und über das spannende Thema habe ich mit dem Tobi Urech mich unterhalten. Wir haben uns draußen getroffen, der Sommer lässt es zu. Viel Vergnügen. Bevor wir starten und über das Thema reden, kannst du erklären unseren Hörerinnen und Hörern, was die Milchjugend ist? Ja, genau. Hallo, Simon. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Genau. Die Milchjugend ist eine LGBT-Jugendorganisation. LGBT, also lesbisch, schwul, transgender und bi. Und alles dazwischen und außerhalb. Wir sind eben eine Jugendorganisation für sogenannte queere Jugendliche, wo wir unter anderem ein Hefte machen, das Magazin, das Milchbücher, aber auch Workshop-Weekends, Milchreis und Partys und ganz viele andere tolle, bunte Sachen. Hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Milchjugend, woher kommt der Name? Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Theorien, aber ursprünglich kommt es, glaube ich, schon einfach vom Milchbüchlein, das einen tollen Namen gebraucht hat. Und dann ist man auf das gekommen, an einem bierseligen Abend. Du hast einen Text gemacht für das Surprise-Strassen-Magazin, wo es um gendergerechte Sprache geht und auch um jetzt ab der neuesten Ausgabe vom Strassen-Magazin wird der Gender-Stern eingeführt. Über den reden wir jetzt dann gerade noch. Wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen? Bist du da angefragt worden? Oder gehen dir von der Milchjugend her sowieso direkt auch Publikationen oder Verlage an und wollen euch dort einbringen? Wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen? Mich hat Sarah von der Redaktion angefragt, ob ich einen Text schreiben will, weil sie gewusst hat, dass ich beim Milchbüchli geschrieben habe oder immer noch schreibe teilweise. Wir gehen eigentlich selten als Milchjugend auf andere Leute zu, weil das Interesse irgendwie extrem gross ist und die Leute auf uns zukommen, was auch sehr schön ist und wir da gerne irgendwie ja, Hilfestellung leisten, wenn man so will. Der Gender-Stern, ist das etwas, wo du schon lange für dich selber brauchst oder... Wie ist das in deinem eigenen Schreibverhalten? Ja, aber ich bin das erste Mal wirklich so über die Milchjugend, über das Milchbüchlein so zu dem gestossen, zu dem Gender-Stern. Und obwohl wir verwenden ja den Gap, das ist ja der Unterstrich quasi, wo dann zwischen Autor und Innen steht. Und Sterne habe ich lustigerweise lange gar nicht so benutzt, sondern immer den Gap. Aber dann, jetzt privat verwende ich eigentlich fast immer nur das Sternchen. Gibt's da Fronten, die sagen, es muss der Unterstrich sein, weil besser als Sternli und umgekehrt oder so?
ich glaube, so wirklich Fronten gibt es eigentlich nicht, sondern es ist mehr etwas, was sich so ein anhand von ästhetischen Vorlieben irgendwie entlangschlängelt. Also, obwohl ich glaube, dass der Gender Stern sich langsam, aber sicher immer mehr durchsetzt. Es gibt ja auch zum Beispiel Magazine wie die Republik. Die haben jetzt gerade im Juni veröffentlicht über gendergerechte Sprache. Da gibt es Ähnlichkeiten, viele Ähnlichkeiten mit dem, was du auch im Strassenmagazin jetzt schreibst, warum das wichtig ist. Sie wiederum sagen kein Genderstern, sondern sie abwechseln. Das heisst, sie reden mal von der Autorin und nächstes Mal nehmen sie die männliche Form, wechseln so ein bisschen ab. Sagen auch, wenn ein Mann und eine Frau zusammen an einer Geschichte gearbeitet haben zum Beispiel, nicht immer noch unsere Autoren, sondern eben auch mal Autorinnen, auch wenn ein Mann halt ein Teil ist von dem Duo. Ist das auch eine Möglichkeit oder ist das ein anderer Ansatz, vielleicht nicht die gleiche Idee dahinter wie ein Genderstern? Also es ist sicher nicht genau die gleiche Idee oder genau der gleiche Output, aber also ich finde es eine super Sache und ich finde, es geht ja da überhaupt nicht darum, irgendwie eben Fronten aufzubauen oder irgendwie dogmatisch zu sein. Im Gegenteil, ich freue mich grundsätzlich, wenn irgendwie der Effort besteht, um genauer werden und Geschlecht besser abzubilden oder Geschlechter besser abzubilden. Genauer werden, besser abbilden. Jetzt ist meine Frage, wie häufig kommt es vor, dass dir jemand sagt, ist doch einfach ein Platzhalter, braucht es doch nicht. Es geht ja darum, was wir denken. Oder wir meinen ja meistens die Frauen auch mit, wenn wir die Männer ansprechen. Ja, das ist so ein typisches Argument, oder? Ja, das mit dem Abbilden, oder? Das ist so eine Geschichte, weil unser Hirn ist ja nicht darauf trainiert, dann immer gerade alles mitzumeinen, oder? Dass man, wenn man die männliche Form liest, dass man dann gerade an Frauen oder an die weibliche Form denkt, oder? Und gerade die Nennung von der weiblichen Form zusätzlich ist halt etwas, was einem dann bewusst macht, so, aha, das sind nicht nur Männer dabei, oder? Wenn von Präsidenten die Rede ist, dann gibt es halt auch Präsidentinnen darunter, wenn die weibliche Form noch steht. Und sonst ist einem das gar nicht so bewusst und man verhaftet dann so in diesen Klischees eigentlich auch, oder? Wo man selber hat von Rollenbildern und die sind halt einfach extrem stark verhaftet in unseren Köpfen. Gibt es Leute, die eben sagen, nein, das wird, also welcher Anteil ist grösser? Die, die einfach finden, das ist unnötig, weil das wollte ich einfach nicht oder so. Also eher so ein bisschen ignorant. Oder die, die so linguistisch finden, das macht irgendwie so das Bild vom Text kaputt, wenn da immer so viele Sternchen sind zum Beispiel oder so. Was kommst du so an Feedback über oder was nimmst du so wahr? Das ist eine gute Frage. Ich weiss gar nicht, ob ich das so aufschlüsseln kann. Was jetzt so der Hintergrund ist, warum man es ablehnt, aber also vielfach vermischen sich ja dann die Argumente auch oder so, es ist hässlich, es passt nicht in den Text, man darf Sprache nicht verändern, was ja lustig ist, weil Sprache sich ja ständig verändert, nur schon von allein. So viel zu dem, glaube ich. Warum engagierst du dich so sehr für das? Was ist dein eigener Antrieb? Also ich bin ja vor allem quasi eben aus dem LGBT-Aktivismus raus und die gendergerechte Sprache oder quasi, das ist ja ein Teil davon, das ist auch ein Teil vom Feminismus, oder, wo ja auch etwas ist, wo mich stark mitprägt hat durch meinen Aktivismus und auch durch mein Studium und darum ist das etwas, was für mich aber mittlerweile selbstverständlich ist und gar nicht mehr so ein Kampf eigentlich, weil ich und mein Umfeld glaube auch, wir machen das, oder, und es ist gar nicht mehr so eine Sache und ich habe das Gefühl, es ist eine grosse Transformation im Moment im Gang. Also eben, Surprise macht ja jetzt auch den Genderstern, die Republik äußert sich zu dem. Ich habe das Gefühl, es passiert wieder etwas. Und trotzdem spürst du irgendwo auch einen Widerstand, wo dann nicht einfach nur ist, ich ignoriere jetzt das Thema, sondern auch so ein bisschen wirklich sich ideologisch dagegen stemmt und sagt, wir wollen das einfach nicht. Gibt's das? Also ja, natürlich gibt's das. Das ist ja auch klar, wenn es irgendwo einen Fortschritt gibt, dann gibt's meistens auch eine Gegenbewegung, die etwas anderes möchte. Ich habe lustigerweise gerade das Wochenende auf Social Media so einen Post gesehen von der AfD, wo sie sich gegen den Gender-Wahnsinn
glaube, recht viral gegangen, wenn ich das Gleiche im Kopf habe. Genau, der mit dem Fahrspurende. Es ist nämlich irgendwo gestanden, Fahrspurende. Irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie die Schlagzeile war, aber in der Zeitung ist vom Fahrspurende drin. Und der AfD-Politiker hat sich darüber aufgeregt, dass jetzt Fahrspurende, also quasi eine neutrale Genderform, dort verwendet wird, nicht gecheckt hat, dass es eben das Fahrspurende ist. Also zwei zusammengesetzte Wörter. Also wie gesagt, das ist jetzt vielleicht gerade ein polemisches Beispiel, aber ja, natürlich, also von rechts und auch aus populistischen Kreisen, natürlich hat man dort ja, eben das allgemeine Unbehagen und der Kampf gegen den Gender, sogenannte Gender-Wahnsinn. Aber das ist ja wahrscheinlich etwas, du redest jetzt relativ gelassen über das Thema, aber es ist dir auch wichtig, du denkst einfach, das wird sich eh durchsetzen, wahrscheinlich irgendwann früher oder später, ne? Ja, das ist die Hoffnung. Ich glaube, ich muss mir die Gelassenheit ja auf eine Art auch aneignen. Wenn ich jedes Mal, wenn irgendwo so ein Post auftaucht, wahnsinnig hässig wird, dann nimmt mir das so viel Energie, dass ich schlussendlich nicht irgendwie noch andere Sachen machen kann. Darum muss man das, glaube ich, auch, muss man sich so eine Art, wie sagt man, eine dicke Haut zulegen vielleicht, oder auch etwas, was halt vor allem abhält und man einfach dann ein mit Humor das Ganze ein anschauen kann, damit man sich da nicht wahnsinnig fest reinsteigert. Was müsste ich denn da auf dieser ganzen, oder was müsste jetzt in der gendergerechten Sprache, was müsste noch passieren? Müsste man politisch darüber reden, das auch in Schulen mehr zu thematisieren? Was denkst du darüber? Ich glaube allgemein, ja, das ist ja etwas, wo unbedingt thematisiert werden sollte. Und das Lustige ist ja, es gibt ja auch vom Bund schon Leitfäden zu geschlechtergerechter Sprache, oder? Dass man eben Studierende sollte sagen, an den Unis, und an den Unis machen wir das ja auch, dass man von Studierenden redet und nicht von Studenten wie früher. Im Prinzip sind ja die Werkzeuge um. Ich glaube, man muss einfach vielleicht die auch jetzt der aktuellen Zeit noch ein bisschen anpassen. Und ich glaube, grundsätzlich ist ja der Wille da, zum sich für die gendergerechte Sprache einsetzen. Und ja, das muss natürlich auch in den Institutionen passieren. Schließlich haben wir ja den Verfassungsartikel, der quasi die absolute Gleichstellung sollte garantieren. Es gibt beim Podcasten zum Beispiel jetzt nicht einfach einen Stern. Also es gibt deutsche Fernsehmoderatorinnen, ich glaube, Anne Will zum Beispiel, die versucht immer so eine Pause zu machen zwischen denen. Ich finde, es kostet mir eigentlich eine Millisekunde, um einfach Hörerinnen und Hörer zu sagen. Wie findest du den Stil? Das ist, jetzt gehen wir weg vom geschriebenen Wort, sondern zum gesprochenen Wort. Wie machst du das? Du trittst ja öffentlich auf und du haltest Reden. Wie machst du das? Mir gefällt das eigentlich sehr, eben weil gerade auch vielleicht will die Pause einem so ein bisschen, erstens einem selber und zweitens das Publikum im Hören quasi so ein bisschen zum Stolpern bringt. Das finde ich eigentlich etwas Schönes und ich glaube, es ist einfach am Anfang ein ungewohnt und etwas, was sich aber auch, wo man sich auch daran gewöhnen wird. Also zum Beispiel das SRF-Radio, habe ich das Gefühl, macht das auch immer öfters, dass sie ab und zu mal so eine kleine Pause machen, wenn sie darüber redet. Und ich glaube, es ist eine Sache von der Gewöhnung und auch, dass man sich selber daran gewöhnt, sich die Zeit zu nehmen, oder? Eben wegen dieser Millisekunde. Klar, finde ich, geht es ein bisschen länger und am Anfang fühlt es sich ein bisschen umständlicher an, aber ich finde es fast amigs jetzt mittlerweile, wenn ich mir das so angewöhnt habe, anstrengend, um nur die männliche Form zu verwenden. das kann man vorstellen. Ich selber merke eben immer, wenn ich jetzt im Podcast bewusst weiss, ich spreche das Publikum an, dann benutze ich immer beide Formen. Und ich merke aber, ich muss selber noch sehr, sehr besser werden, in mich neu angewöhnen, trainieren, weil ich zum Beispiel dann schnell mal in einem Nebensatz, wo ich dir eine Frage stelle, einfach Experten sage und eben nicht Expertinnen oder wie auch immer. Also merkst du das selber bei deinem Gebrauch auch oder hast du das schon so gut trainiert, dass es eigentlich immer in jeder Form gendergerechter herkommt? Ich glaube, das ist mittlerweile so intus, oder? Und das ist ja nicht irgendwie etwas, was ich
wo ich jetzt wahnsinnig fest muss drüber nachdenken, dass das kommt einfach raus, oder? Und, aber also ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn es einem nicht jedes Mal klingt. Ich finde auch nicht, man muss absolut immer überall da die gendergerechte Form in jedem persönlichen, privaten Gespräch verwenden, um Gottes Willen. Also ich finde, man darf da auch nicht dogmatisch werden, oder? Ich finde wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, und ich finde es so etwas Schönes auch, wenn man in Sprache inklusiv sein kann, wenn man kann Leute einschliessen kann, oder? Und ich glaube, das soll das Ziel sein und nicht, dass man jetzt in jedem Moment von seinem Leben absolut da dogmatisch richtig ist, quasi. Du selber, redest du gerne über das Thema? Oder ich meine, du studierst ja auch noch Gender Studies. Es ist ein Thema, das dich wahnsinnig beschäftigt. Du bist auch noch Aktivist. Das tönt, also ohne das Thema irgendwie klein zu machen, aber es könnte ja einem selber persönlich irgendwann auch so ein bisschen zu fest vereinnahmen und man dann irgendwie findet, ich kann es jetzt überall in der Freizeit aktivistisch und noch im Studium beschäftigt mich das Thema. Oder ist das für dich alles voll okay? Also ich schwätze sehr gern drüber. Ich finde es nach wie vor ein spannendes Thema. Ja, natürlich eben zum Teil so eine Overdose. Ja, aber die habe ich eigentlich eher eben von Negativkommentaren. Oder also von Leuten, die dann zum 100. Mal sagen, ja, aber das ist ja so grusig und ich meine ja alle mit und so. Also das, was wir vorher hatten, das ist eher das, was mich dann irgendwann nervt. Und wo ich dann finde, so, ach, ich mag es jetzt nicht nochmal erklären, aber sonst grundsätzlich finde ich es ein spannendes Thema, um darüber zu reden. Du hast das Beispiel vom AfD-Politiker erwähnt. Das ist ja dann wirklich von der politisch sehr anderen Seite, wo natürlich auch von Genderwahn dann immer geredet wird. Aber manchmal hat man ja im persönlichen Umfeld Leute, wo man durchaus offen könnte oder denkt, die sind vielleicht offener, und die finden aber auch, ich finde das mega zu viel, oder es geht über das Ziel aus, das man könnte haben. Hast du das auch? Lustigerweise nicht mehr so, oder beziehungsweise eigentlich noch nie so gehabt. Liegt wahrscheinlich vielleicht auch an der Bubble, wo ich mich drin bewege. Aber also es ist nicht so, dass dort alle politischen uniforme Meinung haben. Es ist mehr, glaube ich, einfach auch die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, viele oder größere Offenheit auch ist irgendwie als früher so. Und dass man heute viel eher so, ja, auf die, also ich habe das Gefühl, in gewissen Bereichen ist das Sternchen schon recht angekommen. So. Danke vielmals für das Gespräch, Tobi. Danke dir, Simon. Und er hat nicht das letzte Mal über das Thema geredet, nehme ich mal an. Der Tobi Urech von der Milchjugend, er mit seinem Gastbeitrag zu gendergerechter Sprache, findet er in der neuen Ausgabe vom Surprise Strassenmagazin. Und dort findet er jetzt, ab sofort, auch viel mehr den Genderstern. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu, auch in der neuen Saison, beim Tag und natürlich auch beim Kaufen vom Magazin. Noch eine gute Woche, bis bald.